Hallo liebe Leute, herzlich willkommen. Es geht weiter. Der gute König Rodrigo Diaz ist mit 91 Jahren dem Tode nahe. Es ist unglaublich, wie lange er überlebt hat und was er geschaffen hat. Und nichts hält ihn dennoch ab, weiter Krieg zu führen. In der letzten Folge ist er auf dem Weg nach Jerusalem von Banditen überfallen worden. Natürlich hat er gekämpft, wie es seiner würdig ist. Und auch jetzt lässt er einen Kampf nicht ab. Er will seinem Sohn, was? Achso, er will seinem Sohn noch einmal ein weiteres Land, weiteren Titel geben. Und ja, deswegen hat er sein Kriegsvolk ausgehoben und marschiert. Er ist dem Tode nahe, er ist schwach, er lässt seinen Sohn natürlich marschieren. Und wird hier eine weitere Grafschaft holen, denn es ist tatsächlich so, dass die Mauren schwach sind. Kastilien ist groß geworden, hat hier einen Religionskrieg mehr als nur erfolgreich gewonnen. Und ja, es geht weiter. Es geht immer weiter für ihn. Ja, noch einiges an Geld angehäuft und baut natürlich noch Valencia aus, sein Erbe, der mittlerweile auch ziemlich in die Jahre kommt. 62 ist er auch schon, als gedrungener Mörder bekannt. Nichtsdestotrotz wird er der neue König von Valencia und er wird es bald werden, der gute Diego Rodrigo Diaz, quasi der zweite seines Namens. Es ist mein Recht und meine Verantwortung zu entscheiden, welche Münzen in Valencia verwendet werden. Die Entscheidung, die ich treffen werde, bestimmt, wie die Münzen und damit auch mein Reich in der Welt angesehen wird. Prägt Goldmünzen, die mein Antlitz tragen. Er entwertet die Münzen mit billigem Nickel. Ich denke, er ist ein Pragmatiker und holt deswegen auch Geld, was natürlich in die Entwicklung gesteckt wird. Schauen mal nochmal, was hier noch gebaut werden kann. Hier können natürlich noch die Häfen ausgebaut werden. Die Militärstärke kann ausgebaut werden, was auch noch wichtig sein kann. Jagdreviere, wo ja auch die Militärstärke ein bisschen ausgebaut wird. Von rechts wegen, mein Sohn hat mir von einem obskuren Gesetz in der Grafschaft von Mallorca berichtet, wonach es nur der König beschützen darf. Für gewöhnlich würde man auf eine derart archaische Gesetz nicht weiter achten. Doch es bietet mir eine einzigartige Gelegenheit, Herzog Atmund, mein Vasall und derzeitigen Herrscher von Grafschaft Mallorca, könnte etwas weiter zurechtgestutzt werden. Ja, es ist das Gesetz des Königs. Das Gesetz ist eindeutig, der König hat die vollen Rechte. Ja, das lassen wir auch so. Das ist okay. Haben wir einen Anspruch auf Mallorca? Ja, natürlich spannend, gerade wenn man bedenkt, das ist ja wirklich an Dreistigkeit nicht zu überbieten, liebe Leute. Wir holen uns die Tempelkrieger und der Tempelgroßmeister wird diese Armee hier verjagen. Ihr werdet wahrscheinlich siegen. Er hat mehr Kriegsvolk-Konter gegen die schweren Fußvolksoldaten der Tempelritter. Ja, wir werden mal sehen. Die hauen ab. Hier wird uns ein weißer Friede angeboten, den wir aber ablehnen müssen. Ganz klar. Den werden wir ablehnen, den weißen Frieden. Wir wollen alles oder nichts. Das hat doch den guten. Wann sind die da jetzt weg? Dann kommen wir da an. Wir kommen da an in 6 Tagen und die werden wir die kriegen. In 6 Tagen hauen die ab. Mal schauen, die noch kriegen oder nicht.
da. Ja, die werden noch eingeholt und vernichtend geschlagen. Obwohl natürlich Kriegsvölker hier natürlich definitiv doch besser werden. Schnapper bei der Ratsversammlung. Ein Hund hat in der Ratsversammlung nichts zu suchen. Das war von jeher seine Einstellung und so soll es auch weiterhin sein. Böser Hund, da verliert jemand Meinung von uns, aber den Krieg werden wir scheinbar dennoch gewinnen. So, die Tempelritter sind noch hier dabei, die sichern unsere Küste. Wir haben einen Gefangenen genommen, der uns aber keinen Kriegsstand bringt. Wir können Diego rechtmäßig einkerkern, aber auf keinen Fall. Wir werden ihn natürlich enterben. Wir werden ihn natürlich eine Begnadigung anbieten, ist doch klar. Gold, Gold und Gold. Sehr gut. Gefangen im eigenen Körper. Ich wusste, dass mit dem Alter alles langsamer wird. Doch ich hätte nicht gedacht, dass alles sich gar nicht mehr regen würde, bis ich sterbe. In letzter Zeit verspüre ich ein beständiges Unwohlsein und alles braucht mehr Mühe als zuvor. Ich mache mir Sorgen, dass ich womöglich nicht mehr aufstehen kann, wenn ich mich hinlege. Es besteht kein Zweifel, dass mir die Zeit davonläuft. Ich fühle mich, als könnte ich nichts tun, als darauf zu warten, dass mich die süße Umarmung des Todes holt. Wir halten die Eigenschaft gebrechlich und kriegen natürlich auch noch Anspannung, weil wir fleißig sind. Ja, es geht wirklich zu Ende mit dem guten Rodrigo, er stirbt. Er steht an der Schwelle des Todes. Das für einen so starken und aufopferungsvollen Mann natürlich eine harte Sache ist. Aber wir haben den Krieg gewonnen, liebe Leute. Und wir geben alles natürlich gleich ab. An unseren Sohn. Vasallen, wo ist er denn? Geben ihm. Vasallenkrieg beenden? Er ist in einem Vasallenkrieg? Moment, da muss ich mal. Wem ist er denn? Religionskrieg um die Republik Cordoba. Er ist der Angreifer, okay. Er scheint sich ja einiges hier zu holen. Wir können das dennoch vergeben. An unsere Enkel. Aha. Wenn wir gerade keine Titel an unseren Sohn vergeben, denn er ist gerade Titel vergeben. Doch, können wir. Granada, das. Ja, das passt. Das geben wir an Murica ab. Und er kann sich jetzt selber überlegen, was er damit macht. 6 von 7 Titeln und was ich natürlich jetzt gar nicht geguckt habe, Herzog Murica gehört zum Königreich von Valencia, das ist gut, das heißt, er kann da keinen eigenen Königstitel. Kaiserreich von Hispanien, guckt euch das mal an. Was gehört denn zum Kaiserreich von Hispanien? Ich schaue nur einmal gerade so ein bisschen aus reinem Interesse. Königreich von Valencia gehört dazu. Das Afrien-Sultanat, das Königreich von Kastilien, das Königreich von Aragon. Ja. Das Königreich von Andalusien. Was ja auch immer mehr aufgeteilt wird, nicht wahr? Aber es ist Wahnsinn, wir haben mit einem Vasall, also mit einem, ich weiß gar nicht, warum er Infant ist. Was ist denn ein Infant? Einfach irgendein Titel, ne? Vermutlich Thronerbe. Ein Infant. Haut es mir gerne in die Kommentare, wenn ihr es wisst. Aber hier ist jemand, der unbedingt beeinflusst werden muss. Den Herzogtum auf Granada schaffen. Ja, den können wir eigentlich auch mal schaffen, das stimmt, ja. Den können wir an unseren Sohn vergeben. Ja, was für ein
reich. Wir können ein bisschen Revue passieren lassen. Valencia hat jetzt eine Grenze mit Kastilien auch schon länger. Aber was werden die Ziele unseres Sohnes sein? Er ist ein ruhiger, gieriger, gefühlloser Mann, der wirklich auch ein wahnsinnig erfolgreicher Krieger ist. Er ist ein Genie, er ist auch kerngesund. Er ist mit einer andalusischen Nuvalisin verheiratet. Was natürlich, wenn er König ist, man sich nochmal genauer angucken müsste. Das, was ist denn hier los? Im Krieg gegen meinen Sohn. Schauen wir doch mal, ob wir da einfach. Im Religionskrieg können wir auftreten und im Bauernkrieg. Und dann können wir hier wieder unser Kriegsvolk ausbilden und können marschieren. Aber das kann auch eigentlich ein Ritter von uns machen. Wir sind todkrank. Und es ist passiert, liebe Leute. Oh mein Gott, oh mein Gott. Wir brauchen einen Moment der Stille. Es ist soweit. König Rodrigo Díaz de Vivar ist gestorben. Sein Sohn, König Diego, übernimmt die Regentschaft. König Rodrigo Díaz de Vivar von Valencia ruht nun nach 92 Jahren endlich in den Armen des Herrn. Bei seiner Frau muss man auch sagen, er lag seinen Verletzungen, ein alter Mann hat ein langes, erfülltes Leben geführt. König Diego besteigt den Thron, da er über gewaltige Körperkräfte und einen messerscharfen Verstand verfügt, wird seine Herrschaft sicher Lieder und Sagen inspirieren. Gucken wir ihn uns einmal an. Er ist an seinen Verletzungen gestorben, die auf dem Weg nach Jerusalem ihm widerfahren waren. Er hat ein Haus gegründet, er hat das Haus von Rodrigos gegründet. Er war erhaben in seiner Ruhmstufe, ein Tugendheld. Er war galant, ein Architekt und ein Stratege. Und er hat in 21 Kriegen, 13 Angriffskriege, 7 Verteidigungskriege und ein religiöser Angriffskrieg. Wahnsinn, Leute. Was können wir hier noch gucken? Nachfolgetitel, die er erbt und Abstammung. König Diego 63. Als König Diego setzen wir fort. Wir sind wesentlich schwächer als der Rodrigo. Meine Güte, was ist denn hier alles passiert, liebe Leute? Ein Krieger, ein wahrer Krieger des Herrn. Wirklich, ja. Je nach den Strategen. Und ja, er ist verheiratet mit einer Frau, er hat Ansprüche auf das Königreich von Valencia. Er ist hier noch gerade in einem anderen Krieg. Okay, den wir vielleicht hier einmal abbrechen. Genau, da sind wir in dem Krieg und dort in dem. Aber wir können jetzt den Kriegerorden holen. Und vor allem können wir. Ja, wir müssen jetzt erstmal organisieren hier. Wow, wir haben den Rat. Wir haben. Unsere Frau ist ein Verwaltungsgenie. Das ist gut, das wird uns helfen. Das heißt, wir können auf jeden Fall auf Domänenverwaltung können wir die Hilfe ansetzen. Wir brauchen einen Ratskanzler. Das regeln wir alles nach und nach. Wir müssen unsere Domänenschwelle mal ansehen und wir müssen vor allem, das ist das Wichtigste, müssen unsere Nachfolge mal schauen. Nachfolgefall, verlorene Titel. Ja, Herzogtum Murica und das Herzogtum Granada. Das macht eigentlich Sinn, wenn wir die Herzogtümer schon an die jeweiligen vergeben. Er wird Murica erben. Und alles, was dazu gehört. Das heißt, wir können ihm diese Titel auch schon mal geben. Wo ist es denn das Herzogtum Granada nicht? Wo ist es denn? Wo ist es denn? Wo ist es denn? Murica. Da können wir ihm die einzelnen Grafschaften hier schon mal geben und das ganze Herzogtum. Super. Dann haben wir da schon mal was verloren. Dann können wir unserem anderen Sohn können wir auch schon mal Titel vergeben.
Und zwar können wir ihm andere Titel geben. Moment, ich muss mal eben einmal schauen. Hier in der Nachfolge. Was? Können wir ihm da das Herzogtum von Granada, heute Erben der Achtjährige. Okay. Erstmal suchen wir ihm nochmal einen Ehepartner gerade. Wir gehen mal nach dem Alter. 7 oder 8 wäre gut. Was haben wir denn hier? Hier haben wir jemanden, der intelligent ist. In die Grafschaft von Mysthesien. Im Byzantinischen Reich. Was ist denn mit einer Bündnismacht? Guck mal, hier war die Gascogne, hätten wir hier als da noch hübsch. Wer ist sie denn so? Sie ist neugierig. Ja, das machen wir. War auch ein gutes, stattliches Bündnis. Ja, Meinung der Vasallen können wir im Moment nicht ändern. Aber wir können die Nachfolge nochmal eben regeln. Das wird uns sehr helfen. Wir können die Titel vergeben. Und zwar von Granada. Grafschaft, Herzogtum Granada, Malagat, Granada und Kenia und dann auch die ganze Grafschaft. Also, damit sind wir an unserer Domänenschwelle. Unserem Sohn geben wir auch noch irgendwas. Das werden wir auf jeden Fall tun. Haben wir noch einen Belagerer? Und dann geht der Belagerer dorthin. Unser Sohn wird 1800 dahin gehen. Dann werden wir nochmal den Kriegerorden rufen. Er ist bereits angeworben. Haben wir noch den Kriegerorden dazu. Okay, Leute. Den Krieg gewinnen wir auf jeden Fall schon mal. Kommen wir zum Rat. Ich glaube, das Wichtigste ist auch erstmal, dass wir vom Glauben überhaupt akzeptiert werden. Kriegen wir Anspannung, weil wir gierig sind, aber das ist sehr wichtig jetzt gewesen gerade. Religiöse Beziehung wollen wir mal aufbauen. Und dann gehen wir mal zum Ratsmarschall. Unser Sohn ist ein ausgezeichneter Ratsmarschall. Ein Ratsverwalter. Aber du wärst vielleicht ein besserer Ratskanzler, nicht wahr? Ja. Oh. Als Ratsspitze lassen wir dich erstmal. Okay, dann gehen wir hier auf innere Angelegenheiten und beeinflussen dich auch ein wenig. Sehr gut, das passt soweit alles. Wo müssen wir denn mal ein wenig? Nein, eigentlich müssen wir das gerade gar nicht, sondern können auf Aufgebote bleiben. So, Infant ist unser Sohn, ja. Okay. Gut, hier sind noch viele wichtige Dinge. Ihr könnt unser Glaubensoberhaupt, können wir um Gold bitten. Das lassen wir jetzt mal kurz. Niedrige Gemeindekontrolle in Jane. Na gut. Dann brauchen wir doch unseren Ratsmarschall, um die Gemeindekontrolle hier auszubauen. Okay. Gut, mein Gott, das haben wir doch jetzt erstmal einigermaßen hinbekommen, oder? Würde ich mal sagen.